Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LPT-Reihe. Heute spielen wir Party mit der wunderhaften Linda. Hallo! Wir fangen einfach mal mit Mittel an. Wir machen 2x3 und spielen gegen diese hässlichen Leute da. Die Regeln wollen wir uns, glaube ich, nicht anhören. Okay, da haben wir schon ein paar hässliche Leute. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wen wir da so verbinden können. Ja, jetzt müssen wir erstmal das passende Puzzleteil finden. Und ja, ich hoffe, es geht so, weil das. Nee, Kamera ist nicht im Weg, das ist schlimm. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht, weil das Spiel ist ein bisschen komisch zu Let's Playen. Ja. Und da habe ich ihn. Und ich glaube, ich könnte gewinnen. Ja, wird sehr eng. Ach, schaffe ich schon. Ja, sieht doch gut aus. 10 zu 6 zu 1 zu 0. Aber es bedeutet ja noch nichts. Wir können ja jetzt auch eine schlechte Figur kriegen. Ich könnte ja erstmal schön den Joker nehmen. Das ist übrigens meine Mutti. Sehr zauberhaft. Ja, grün bräuchte ich gerade mal. Mache ich mal Geld weg. Dann nehme ich mal meine Mama. Die steht auch da. Seht ihr denn da hinten im Blau? Das ist Iblali. Genau beim roten Feld da hinten. Das ist Iblali. Kennt ihr sicherlich. Achso, und da steht ja nur noch mein Papa. Wie schön, dass alle auf einem Feld stehen. Der Kronki ist auch da. Der gehört mir. Ja. Ich kann das Schei ganz gut gebrauchen. Oh ne, super, da gewinnt's ja. Oh, mit zwei, ne? So, jetzt müssen wir leider Maulwürfe besparen. Wir sind eigentlich keine Tierquäler. Ja. Ich glaube, der Grüne hat das Spiel nicht ganz verstanden. Das heißt, wir sollen den Maulwurf schlagen durch die anderen Menschen da. Ja, siehst du, der haut mich schon wieder zum zweiten Mal. Ich habe auch gerade den gelben da und die gelbe. Alter, ich geh weg von dir, der macht mir Angst. No, ich stell mich so blöd an. Ist er weg natürlich. Aber wie geht's gerade eigentlich? Gut, ja. Hab ich eigentlich schon nie gespielt. Alter, ich bin voll alle aggressiv. So, jetzt darf Linda sich wieder einen aufrufen. Und ich nehme Quark. Das ist eine Frau, ja. Soll ich Platin? Platin, ja. Platin habe ich ja schon, wen Schönes. Ja, den Namen wollen wir nicht nennen, der ist ein ganz böser Mann. Ja, tschüss, Herr Platin. Ja, ich wollte meine Mama nicht wegschmeißen, deswegen. So, ich nehme mal so ein Fragezeichen. Gelb, habe ich gerade erst weggeschmissen. Also nochmal weg. Tut mir leid, Bro. Oh, jetzt kommt weg. Ja, sieht ganz schön gut aus wie ein Computer. Ach, den Tempel ist auch da. Löcher, genau, den brauche ich. Also ich nicht mehr. Wäre ein bisschen doof jetzt. Ja, schaffst du. Toter Winkel, ja. Das Spiel ist eigentlich recht witzig. Passt jetzt mit den aggressiven Leuten da. Die erst mich auf den Kopf gehauen haben. Geh weg da. Warte, so, das war die Sprache dafür. Ich baller einfach. Nein! Entschuldigung. Nein! Oh. Nee, ist doch ein Kerl, oder? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, es war ein Kerl, ne? Der hat da irgendwie vom Namen her. Aber ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Ist sie nicht Megan? Ja, kann sein. Megan kann aber auch ein Frauenname sein. Ja,
Fox, sag ich mal. Achso, dann war Twitter. Ja, das passt ganz gut. Das passt ganz gut. Wir haben irgendwie gerade Langeweile. Gut, jetzt. Das war sein Fehler. Ich weiß nicht, was der vorhatte, aber wenn er es mir so leicht macht. Jetzt kann ich endlich meinen verdienten Löcher nehmen, die ich übrigens nicht erstellt habe. Sondern wie vorgehen. Oh, sieht ganz gut aus. Vielleicht zwei Blau und ein Platin oben drauf. Danke! Na, ist egal, ich brauche eh Platin. Also, auch gegen das ist wie du weißt. Zum Glück ist grün jetzt Geld nicht dran, weil der Gold ja rot. Ja. Oh, der hätte den roten nehmen können. Mhm. Hat er auch. Ja, der Rechner hat auch eine Macke, der rechts neben mir ist, aber ich glaube, den hat er nicht. Löcher brauchst du, glaube ich, nicht. Nee, ich überlege rechts, wie ist das? Joker. Ja, ist doch ganz gut. Ja, aber leider kein Platin dabei. Nee, aber kann ich schon mal. Und damit müsste ich jetzt die erste Runde gewonnen haben. Ja. Wenn du blau nehmen kannst. Tschüss, Omi. Seht ihr hinten links da noch die Sandra? Die macht vielleicht Tor gemacht. Stimmt. Freuen sich so viele Leute. Das ist doch ein schönes Spiel. Ja, auf zur Runde 2. Steht Sandra bei mir. In grün. Ja. Grün ist auch eine sehr schöne Farbe. Farbe ja kommt. Ja. Jetzt müssen wir leise zählen. Ihr könnt auch mitzählen und dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, wann ihr ungefähr gedrückt hättet. Ich glaube, ich war zu schnell. Ja, ich war glaube ich ein bisschen zu früh auch noch. Ich weiß aber nicht genau. Ja, ja viel zu früh. Ach, viel zu früh. Schnell habe ich den gezählt. Ja, ihr könnt ihr auch mal wieder schön mitraten. Ihr sucht euch einfach eine Kugel aus und dann könnt ihr einfach mal mitspielen. Das kann ich gar nicht erspielen. Mal schneller.
Also ist nicht so ein Baby-Spiel. Ich glaube, ich war da. Ich habe irgendwie zwischendurch mal geträumt. Entweder bei Fächer 1 oder 3 bin ich. Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich doch bei 2 dann oder so? Keine Ahnung. 2, 3, 1, 4. Ah, 2 bei 1. Ah, siehst du, ich dachte, ich habe geträumt. Jetzt rate ich nur noch bei der Runde. Jetzt muss ich komplett aufpassen. Ich habe keine Ahnung. Ja, wer da noch mitkommt, soll's mal mir in die Kommentare schreiben. Würde mich echt interessieren, wer so schnelle Augen hat, um das alles zu registrieren. Ja, also das war eine sehr schlechte Runde von uns. Jetzt müssten wir, glaube ich, ja, das ist eine Frau, er hat ein Kleid an. Gut, jetzt wissen wir. Ja, gut, jetzt müssen wir auswürfeln. Und? Ah. Yay, yeah, ich bin der Beste von hinten. Ja, von hinten, genau. Naja, komm. Ich werde schon nicht gewinnen, wenn sie einmal anfängt jetzt. Mhm. Nein, ich wäre rot schlauer, aber... Schon die Chance, oh. Zwei Chancen schon. Brauche ich gerne. Oh, ein Tauscher. Ja, ich würde am liebsten ein Platin nehmen oder Blau. Ich nehme Platin. So. Der Blau ist meine eigene Farbe, muss ich da lassen. Man weiß ja nie, was noch kommt. Genau, es gibt nämlich mehr Punkte dann, wenn man die eigene Farbe nimmt. Ja. Hören doch. Oh, nee, hören hopsen. Na, da könnt ihr eigentlich, glaube ich, nicht so gut mitmachen. Weil dazu braucht ihr schon die Liga im Jungen und irgendwie, ja. Aber schöne Landschaft hier links und rechts. Schönes Wasser. Gut, die Grafik von der Wiese ist fand ich ganz die beste Aua. Das hat mich fast überrollt, fast. Auch die Blumen, die sehen ja schön aus. Ich müsste gewonnen haben. Ja. Senden Hotel sieht aus wie in Italien, wo ich Klassenfahrt habe. So, ich brauche noch ein Geld. Wen nehme ich denn? Nehme ich hier die gute Joyce oder nehme ich einen aus meiner Klasse? Nein, ich nehme die gute Joyce. Ach Joyce, leider bringt es mir kein Glück. Ja, gelb brauche ich auch nicht mehr. Ja, ich brauche blau, ne? Nimm mir. Den bösen Mann. Sieht fast aus, als hättest du drei Platin gehabt, siehst du? Ja, aber ich hatte wenigstens Jan von Eckmann in meiner Gruppe. Ja. Stimmt. Denk dran, Freitag kommt die Single raus. Mhm. Oh, da müsst ihr ganz schnell A und B drücken. Könnt ihr auch mal üben, das ist schöne Fingerarbeit. Wenn es so einfach gehen würde mit Klimmzügen. Ich will auch mal so schnell Klimmzüge machen. Geht denn das? In 30 Sekunden über 50 Klimmzüge. Ja, das ist eine starke Leistung. Ja. Alles wird 30 Sekunden. 15 eher, fast. Ja, stimmt, 15. Das ist noch besser. Wer ist denn das eigentlich? Ein Grüner, sieht ja voll aus wie Schwarzenegger. Ja, meine Mama lasse ich lieber da stehen.
Ja. Da ist schon wieder Geld dran. Tja. Lila. Ah, schön. Ich frage mich eigentlich, warum Lila eigentlich als Schwurbelfarbe zählt. Weil Blau ist keine Schwurbelfarbe, Rot eigentlich auch nicht. Warum dann Lila? Denn Lila ist ja nur die Mischfarbe. Und Grom ist wieder da. Und der böse Mann in Blau wieder. Oh, ich brauche auch noch Platin. Dann versuche ich mir mal Grom zu holen. So. Aber da bist du immer am besten. Bei dem Spiel, wenn ihr meint, das UFO ist da, drückt mal auf Pause. Dann wisst ihr, wo ungefähr ihr gelandet seid. Und ja. Mit A, ne? Ja, mit A. Wir haben nur einen Schuss frei. Also, ja, genau, da war es schon. Zu spät, glaube ich. Ja, bei dir ist am besten. Nee. Also, ne, stimmt. Ja, dann ist Platin wahrscheinlich weg. Ja, du musst mal zweiter von hinten, ich zweiter von vorne. Du brauchst wahrscheinlich auch Platin, ne? Na, der ist auch blau. Okay, ja. Du brauchst ja blau eh auch. Ne, komm, gehen wir einfach jeder haben. Ich nehme mal wieder den bösen Mann, der war ja gerade schon in meinem Team. Ja, ihr kennt euch schon ganz gut, ne? Ja. Ja. Das ist ein bisschen los. Mir leid, Mama. Ja, Joker wäre ganz schön, ne? Den bräuchte ich unbedingt. Gerade auch noch, weil ein Kerl ist. Ich bin nicht schwul, aber wenn ich da noch eine Männerreihe habe, gibt es noch extra Punkte. So, oben links seht ihr meinen Rekord, oder unser, weil es haben schon so viele 464 Meter geklappt. Vier Stück, um genau zu sein. Und? Oh, das war nix. Ja, da kommt gleich die Kugel runter. Und 450. Da ist die Kugel. Da bin ich, hey, ich rolle. Gibt's auch ein schönes Lied von Ape Crime, wir rollen. Ja, so sehe ich mal aus, wenn ich vom Weihnachtsmarkt hier komme. Ja. Dann roll ich auch mal den Berg runter. Ja, ich bräuchte mal jetzt einen Joker. Und du hast es ja jetzt. Ja. Ich hab noch nicht mal eine Chance. Oh. Ja, die Folge heute in Überlänge, aber das ist doch schön für euch. Aber schaut euch ja alles an. Ihr werdet es noch bereuen. So, welche Runde ist das? 3 oder 4? 4 glaube ich schon. Macht der Grüne. Ja, bevor ist der Grüne draußen. Und gelb? Gelb, oh. Boah, Frauenpower. Ja. Erinnert mich immer an Billard. So, naja, das ist eine große Auswahl. Ja, wie nehme ich den jetzt? Aber keine gute Auswahl. Nee. Höchstens der gelbe in der Mitte ist eine Frau, also deswegen die gelbe, wollte ich jetzt sagen. Ja, okay. Also ganz gut gehen. Na, ich nehme mal gelbe. Tschüss, blau. Na, ich muss Fragezeichen nehmen, weil grün, na. Nee, komm. Platin, yeah. Ja, okay, ich kann den nehmen, aber dafür wäre ja auch ganz gut gewesen. Mhm. Ah oh, ne, ist doch kein Mann in der Mitte. Tauscher oder blau? Tauscher. Wenn du gewinnst, kannst du. Ja, nehm ich auch. Wenn der zweite Bissel überlasse ich dir. Ah, schön. Okay. Falls ich dann auch erster werde. Aber hier. Oh, ist das Joyce? Joyce als Zombie. Hilfe, was ist mit Joyce passiert? Mama sucht jetzt Zombies hier. Zum Glück passiert mir das nicht im echten Leben, wenn ich auf dem Friedhof bin. Ja, gut, auf dem Friedhof, wo ich bin, der ist ja auch nicht so klein. Wo nur 6
Gräber stehen. Ja, das ist ein bisschen wenig. Aber da gibt es ja auch viele große Geschichten zu. Nein! So Zombies auf dem Ja, Gräber. Alle in der Ecke. Na toll, jetzt gibt es über 5 Zombies. Wann versuche ich dich mal zu kriegen? Oh, Alter, alle teilen sich ja auf. Ja, warte, ich mach mal meinen Trick. Ich bin da hoch. Hä? Du kriegst mich doch eh nicht. Hier, der Grün passt gar nicht. Schade. Was hört ihr von mir? Kuckuck. Alter, jetzt rennen alle zu mir. Ja, ich versuch's nicht zu kriegen. Joyce natürlich auch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ey, er ist grün. Ja. Ja, Glück gehabt. So, Friedhof Flucht. Überstanden. So, du warst leider nichts weiter, deswegen nehme ich meinen Tauscher, sonst. Ja, mach noch. Sonst nimmt der eigentlich. Ja, dort ist es besser, aber sonst bleibt der mir noch. Ja, ja, der wird das sehen. Naja, gut. Nimm den bitte neuen Sohn. Bringt ja meist. So, grün weg damit. Die Chance. Dann nehm mal bitte den blauen, damit ich beide Fahrzeuge. Na ja, gut. Lila hätte mir jetzt eh zu gemacht. Lila und ihr ist ein. Aber ich muss blau nehmen. Blau bringt mir nichts, also kann ich blau auch gehen. Hey. Ja, das macht Spaß. Ja, das dauert voll lange. Winterspiel. Kommt drauf an. Ich glaube, die hat fast jeder jetzt genommen. Nein. Siehst du? Fast jeder. Fast jeder, ja. Ich kann mir danken lesen, ne? Ja. Und? Ja, aber jetzt hat diesmal keine 5 dabei. Super, ja. Das wiederholt sich dann da unten, ne? Kann das irgendwie sein? Yay, ich darf auch mal einen Schritt vor. Also 3 Schritte. Und noch ein. Bin fast da. Fahrt auf mich. Nee, ich will so schnell wie möglich hoch. Oh. Alle hatten denselben Gedanken. Yay. Na, jetzt gewinnst du doch noch. Wird eng. Nur 2 Felder. Oh, ein Feld. Schon auf gleicher Höhe. Oh, es ist ja. So spannend war es ja noch nie. Ja! Glück hat sie gewonnen. Sieg. Obwohl ich gesagt habe, das gefällt mir eigentlich gar nicht so sehr, das Spiel, weil es so lange dauert, gewinne ich trotzdem. Gefällt mir. Da steht wenigstens ein blauer, rot weg, Runde 4 gewonnen, wenn ich dort von dir war. Ich hab mal wieder keine Lungen. Ja, ich glaube, das war halt 4 jetzt. Oder war schon die Kunde? Ja, das war halt 4. Ich glaube, ja, aber so viele Punkte ich noch nie nach Runde 4. Das kann doch nur Runde 5 sein, oder? Ja. Spiel 4. War, boah. Letzte Runde. Ach du, so viele Punkte ich noch nie nach 4 Runden. Ganz was Neues. Oh, ich habe einen anderen bösen Mann jetzt noch. Oh, das Spiel liebe ich voll. Schöne Schafe im Hintergrund. Oh, so eine Schafe. Auch danke, dass ihr hier über Platz macht, hier. Nein. Danke. Ich habe nichts. Ich habe kein Futter. Ich habe kein Schafsfutter. Lass mich in Ruhe. Links. Ja. Oh, die Mägen. Die Baschritt jetzt auch noch gehen können. Hätte noch hinterher rennen können, so weit weg waren wir doch gar nicht. Ich nehme mal Spalten. Ja, das bringt mir jetzt nicht viel. Ja, ich hab auch wohl wieder.
noch Ballonbuggies? Ballonbuggies, wir müssen langsam fertig werden, denn wir gehen heute Abend noch schön essen beim Griechen. Sorry, falls ich euch Hunger mache, aber... Achso, ich muss mich entschuldigen, dass in den letzten 2-3 Tagen kein Video kam. Das lag daran, dass mein guter Vater Geburtstag hatte und da wollte ich ein bisschen mit ihm feiern. Und da hatte ich keine Zeit dafür. Ich hatte nur jetzt noch mal ein bisschen Zeit. Und da, weil ich so wenig LPTs gemacht habe, habe ich mir schnell meine beste Freundin und meine Cousine geschnappt. Um schnell was aufzunehmen. Hier ist die Steuerung voll wie Mario Kart, das finde ich eigentlich voll geil. Falls ihr mal Lust habt, dass ich Mario Kart Let's Playe, schreibt mir unbedingt in die Kommentare oder falls ich überhaupt was anderes Let's Playen soll. Ich habe ja gerade so viele Spiele am Laufen. Oder falls irgendein Spiel euch nicht gefällt, dass ich das auch schnell abbrechen kann. Und ja, schreibt einfach eure Vorschläge in die Kommentare. Denn ja. So gut läuft bei mir jetzt gerade. Der Weihnachtsmann war zwar da, aber ich erfülle euch immer noch jeden Wunsch. Der Osterhase kommt ja auch bald, in 2 Monaten, 3, 1 meine ich, 1 bis 2. Ein, zwei, drei Monate so. So. So, die gelbe weg. Na, dann schaue ich mir mal den anderen blauen. Und Tauscher, das ist gut. So, bin ich spielen um die Zugreihenfolge. Galopp. Wir müssen reiten. Das finde ich gemein, der Blaue hat immer das schönste Pferd, finde ich. Ja, das liegt glaube ich doch auch daran, dass der Spieler 1 ist. Ja, eben. Ja. Ich will mein Pferd noch nicht so gestanzen. Ja, ich auch nicht. Aber warte, der Gelbe macht überhaupt nichts. Das Schlimme ist ja, zum Ende sind fast alle wieder auf gleicher Höhe. Ja. Egal wie viel Energie. Das ist gut, wenn man nicht viel Energie hat, damit man nochmal richtig Gas geben kann. Aber das Pferd tut das glaube ich nicht weh. Und da ist der Zielsprint schon angelangt und Spieler 1 geht schön in Führung und Dritter nur. Macht das denn noch? Und es tut mir leid, falls wir es nicht ganz schaffen, aber ich denke mal schon. Schafft ihr schnell den Tauscher? Den Tauscher! Ja, es gibt aber keinen. Ach, kann ich mehr machen mit Platin. Genau. Ich bräuchte auch einen Platin noch. Ein Platin, dann hätten wir gewonnen. Dann müsste ich auch sofort die Folge beenden, weil wir müssten dann auch sehr schnell los. Wir sind unter Zeitdruck. Tut uns dann auch sehr leid. Aber es ist Überlänge, also beschwert euch nicht. Ah, rot bringt mir nichts. So. Joker bringt mir auch nichts. Die Folge müsste so am 8. so gegen 10 Uhr morgens oben sein. Weil die Folge doch ziemlich lang ist und es dauert ewig, ehe sie oben ist. Könnten dann ja schon wieder fast 4 GB sein. Oh, ich habe gar nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Wo der Hund ist, weil ich irgendwie die ganze Zeit zur Kamera geguckt habe. Das Foto ist 100 Pro verschwommen. Mal schön den Hintern fotografieren. Ja, das ist doch das, was alle sehen wollen. Das Schöne ist ja, er hat sich ja schön den Hintern abgemacht. Warum habe ich jetzt gerade die Bank? Ja, die Bank ist auch sehr schön. Ja, das stimmt. Diese Holzfarben. Ja. Und 4, 3. Ich habe immerhin noch 6 Fotos gemacht. Also bei mir war das also mal in der Nullerrunde. Aber in echt machen wir sowas niemals, weil das ist ja voll Tierquälerei. Also das ist mal so gar nichts geworden, diesmal bei mir. Also, weil wir unter Druck sind, sage ich schon mal, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann ein Abo. Und falls es euch überhaupt nicht gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare, was ich besser machen sollte. Und falls ihr, wie ich vorhin angesprochen hatte, Spielvorschläge habt, schreibt sie auch in die Kommentare. Joker wäre sehr blöd.
bräuchten unbedingt einen Platin. Ja, na gut, das Spiel ist vorbei. Warum denn? Der hätte doch Lila nehmen können, dann hätte er gewonnen gehabt. Ja, ich verstehe das nicht. Das ist komisch. Also, diesmal stellen wir uns auf Meister ein, ne? Nein, dann verlieren wir ganz. Sind die im Minispiel so gut, dann machen die Klimmzüge, machen die 115 Sekunden, mal übertrieben. Und ja, oh, da brauche ich eine Pause. Das ist das letzte Minispiel, das ist das letzte Minispiel, weil das... Ja, der den Tauscher hat gewonnen. Ja, das kann sie gut. Sie ist eine gute Mutter. Also, Boys, meldet euch. Sie ist eine richtig gute Mutti. Ja. Schreibt einen Kommentar da, ich lese mir die durch. Sendet auch ein schönes Foto. Genau. Ich bin nicht so ein guter Vater, weil ich keine Ahnung habe, wie so ein Baby... Er hat einfach kein Taktgefühl. Wenn man ein Taktgefühl hat, ist das Spiel gar nicht so schwer. Es geht langsam. Es geht. Es weint nicht. Doch, jetzt weint es wieder. Und hier hat es aber auch schon ein paar Mal geweint. Ich habe es auch schon mal geschafft, ohne dass es einmal geweint hat. Ja, das bin ich Zeuge. Ach, das war... Ich muss das schaffen. Ich muss das schaffen. Ja, gut, dann habe ich gewonnen, weil ich mir jetzt ein Platin von dem lieben Erik klaue. Ja. Aber in der Gesamtwertung habe ich gewonnen, weil du bist noch sehr, sehr weit weg und ich glaube nicht, dass du mich noch einholen wirst. Nee, das hast du definitiv schon gewonnen. Ach, jetzt mach Kinder. Wir sind so schlechte Eltern. Ja, also bei denen da unten.